Hey du, hallo. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Hier möchte ich dir heute zeigen, wie dieses Bild hier entstanden ist. Ja, als erstes kam da die Idee. Die hatte ich schon ziemlich lange. Also ich hatte, glaube ich, schon im letzten Winter vorgehabt, mal so ein Bild zu malen, wo Tiere und ein Mädchen sich so im verschneiten Winterlandschaft treffen. Und ich habe das dann skizziert und habe das dann erst später wieder gefunden. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt nimmst du dir mal die Zeit und ja, malst das Ganze dann noch mal an. Nachdem die Skizze so fertig war, hatte ich dann die Skizze auf einem Aquarellkarton übertragen. Das hatte, glaube ich, so 300, 350 Gramm, der Aquarellkarton. Und das war ein Aquarellpapier auf Baumwollbasis, also nicht Zellulose, sondern Baumwolle. Das ist noch eine etwas hochwertigere Qualität, ist auch etwas strapazierfähiger und ja, hat eher so den Ruf, dass sie, weil wenn es nass wird, also wenn viel Feuchtigkeit draufkommt, dass es dann weniger wellt. In der Malerei, da fängt man ja so grundsätzlich eigentlich eher mit dem Hintergrund an. Das heißt, die Bereiche, die vorne eher friemelig wären, auszusparen, habe ich dann mit Rubbelkrepp übermalt, damit es mir dann leichter fällt, damit ich einfach ganz großflächig ja so den Hintergrund malen kann. Und das habe ich dann auch hier gemacht. Das heißt, ich habe die Hörner, also das Geweih von dem Elch, habe ich mit Rubbelkrepp ausgespart. Dann so das Eichhörnchen, ja, so was so ein bisschen, ja, mehr Wuselarbeit wäre, habe ich dann Rubbelkrepp drauf getan. Mein Rubbelkrepp habe ich von dem Künstlerbedarf Gerstecker. Da gibt es eine Eigenmarke, die heißt Isle of Art. Da habe ich die Maskier, also dieses Rubbelkrepp, da habe ich das gekauft. Ich meine, so eine kleine Flasche hat da irgendwie circa 3, 4 € gekostet. Mir gefällt an dem Rubbelkrepp besonders, dass es flüssig ist. Meins ist jetzt, hat so eine türkise, ja, so eine hellblaue Einfärbung. Das finde ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist halt, ja, praktisch, dass man dann sehen kann, welche Bereiche schon ja ausgespart sind. Andererseits hat man dann weniger einen neutralen Blick auf das Bild, als wenn es weiß wäre. Ich hatte vorher von Schminke ein weißes Rubbelkrepp. Das war aber schon so alt, über 15 Jahre alt, und das ist einfach schon zu sehr eingetrocknet, so dass ich das gar nicht mehr gern benutzt habe und mir einfach Neues besorgt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Konsistenz dieses Rubbelkrepp von Schminke hatte, als es neu war. Ich weiß nicht, ob schon immer so ein bisschen dickflüssiger war. Mir gefällt jetzt halt einfach, vielleicht auch nicht, ja, mir gefällt jetzt aber einfach dieses von Isle of Art, dass es so flüssig ist. Wenn es dann ein paar Minuten getrocknet ist, vielleicht so 10, je nachdem, wie viel Rubbelkrepp auf einer Stelle drauf ist, brauchst dann halt weniger oder ja kürzer oder länger. Man kann es auch ein bisschen beschleunigen mit dem Föhn zum Beispiel. Das mache ich dann auch ganz gerne, wenn es mir zu langsam alles dauert. Ja, und dann habe ich alles ausgespart und mit dem Hintergrund angefangen. Und da mache ich das so Schritt für Schritt, dass ich erstmal nicht die ganze Intensität von dem Hintergrund raufknall, sondern halt nach und nach gucke ich es mir dann an und mache es dann eventuell dann. Und macht dann den Verlauf etwas dunkler vielleicht, ja, oder etwas intensiver, vielleicht auch noch in einen etwas anderen Ton. Ich baue das Ganze etwas auf. Und ich benutze dafür Airbrush-Farben. Also die sind Airbrush geeignet für einen Airbrush. Das sind so eine kleinen, das seht ihr hier auf meinem Tisch, so eine kleine Fläschchen mit einer Pipette drinne. Und da kann man wirklich, die sind sehr hoch konzentriert. Das ist halt eben typisch für Airbrush-Farben. Sie sind sehr flüssig und sehr hoch pigmentiert. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht das so gut macht. Also ich nehme wirklich nur ein Tropfen oder zwei, wenn ich verschiedene Verläufe brauche. Und das reicht mir für den ganzen Hintergrund. Also es ist sehr
intensiv. Und auch wenn ich zum Beispiel mal nur eine Jacke rot ausmalen will, dann reicht nur so ein ganz kleiner, noch nicht mal ein ganzer Tropfen. Ja. Und das ist voller Pigmente und ich muss ganz wenig nehmen. Eine so eine Flasche, wenn sie nicht im Angebot ist, kostet sie irgendwie 6,50 € ungefähr. Ich versuche immer darauf zu achten, dass ich die Flaschen im Angebot kriege bei Gerstecker. Dann sind die vielleicht manchmal 20%, manchmal sogar, wenn es ganz hoch kommt, 30% reduziert. Und dann schnappe ich mir, mache ganz viel zu. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Da gab es, glaube ich, 25% auf die Flaschen. Und da habe ich mir ganz viele andere Farben gekauft, damit ich nicht so viel mischen muss. Und auch in den Tieren selber. Da habe ich die Fläche, also jetzt gerade beim Elch, habe ich den ganzen Elch mit Wasser erstmal nass gemacht und fange dann mit den hellen Bereichen an, dort auch mit dem Verlauf zu arbeiten. Also habe erstmal den Bereich, die Brust ist etwas heller, habe dann erstmal den Bereich ausgemalt, so um die Schnauze, um den Kopf herum, habe das dann erstmal getrocknet, um zu schauen, wie dunkel möchte ich denn gehen bei dem Elch. Und welche Bereiche genau sollen jetzt dunkel sein und wie möchte ich, dass mein Verlauf wirkt. Ja, also die ganze Fläche, nachdem es sie getrocknet war, konnte ich noch eine Schicht drüber setzen, ohne dass die erste Schicht verblasst ist, wenn ich da mit dem Pinsel nochmal rübergegangen bin. Das ist der Vorteil an diesen Airbrush-Acrylfarben, ja, diese flüssige Acrylfarben, die so sehr hoch pigmentiert sind, dass wenn die getrocknet sind, dann sind die komplett, man kann die Farbe nicht mehr abmachen. Ja, also sie ist wasserfest, kann man sagen. Das ist der Unterschied zu den Acrylfarben. Ich habe das schon in meinen vorherigen Videos auch schon öfter erwähnt, dass für mich einfach ein ganz großer Vorteil ist, mit diesen Airbrush-Farben, diesen flüssigen Acrylfarben zu arbeiten. Man kann auch normale Acrylfarben aus der Tube nehmen. Das geht auch. Entweder nimmt man dann die Acrylfarbe, trägt man dick auf, ja, dann sieht man eine Struktur, machen auch viele. Ich persönlich mag die Struktur in meinen Kinderbuch Illustrationen nicht so gerne, so dass für mich jetzt der Vorteil ist an diesen Airbrush-Farben, dass ich viel weniger davon nehmen muss. Ja, wiederum zum Beispiel, wenn ich ein Grün nehme aus der Tube, ja, so aus der dickflüssigen Tube, dann muss ich die stärker mit Wasser verdünnen und habe dann ein helleres Grün. Ja, und wenn ich zum Beispiel ein dunkleres Grün haben möchte, muss ich dann von der Acrylpaste mehr nehmen. Und dann kann es halt passieren, dass die Acrylfarbe ja so diese typische Acrylstruktur dann bekommt. Ja, also das heißt so ein 3D, so einen leichten 3D-Effekt oder so einen Glanzeffekt, den ich dann persönlich dann nicht so mir wünsche in meinen Bildern. So, ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Bilder ausmalt, ob ihr gerne mit Aquarell arbeitet. Ich bewundere wirklich alle Illustratoren, die mit Aquarell arbeiten, weil ich das viel schwieriger empfinde, weil wenn man macht dann auch eine Schicht Aquarell und dann noch eine Schicht, ja, um das vielleicht aufzubauen, die Farben. Und mir geht's dann immer so, dass meine erste Schicht auf einmal, ja, ein sich verändert. Also dadurch, dass ich mit dem Pinsel die zweite Schicht auftrage, muss ich unglaublich schnell sein. Und wahrscheinlich bin ich nicht schnell genug. Auf jeden Fall ist dann die erste Schicht ein bisschen abgekratzt und mein Verlauf sieht dann wieder anders aus. Und dann entstehen so komische Ränder und ich krieg das nicht hin. Also ich bewundere wirklich alle, die mit Aquarellfarben, also mit echten Aquarellfarben arbeiten können. Ich habe auch welche zu Hause, ich habe es auch versucht, aber diese Art von Illustration, diese Kinderbuchillustration, da scheitere ich da dran. Also das ist unglaublich. Ich krieg das nicht so hin. Also so Landschaftsbilder, das ist okay, ja, so klappt schon besser. Oder jetzt zum Beispiel so Stillleben oder so, ja, wo man, ja, vielleicht manchmal auch so gewisse Effekte erzielen möchte, wie ja solche bestimmten Ränder, ja, so bei Blumen oder so. Speziell im Kinderbuchbereich. Wow, mein Respekt vor allen, die da mit Aquarell arbeiten. Ja klar, also ich finde persönlich
die digitale Malerei, also das ist ja auch, wo mein Herz aufgeht, ja, in dem Ausprobieren von dem Digitalen. Und da ist einfach unglaublich viel mehr Möglichkeiten, ja. Da gibt es unglaublich viel mehr Möglichkeiten an Bearbeitung. Das heißt, wenn mir da mein Hintergrund nicht gefällt, dann ist es rucki-zucki in einem, ja, in einem Klick fast der Blauton etwas geändert, etwas dunkler gemacht. Es ist, ja, man braucht eine gewisse Zeit, sich da reinzufriemeln. Und ich kann nicht genau sagen, ob jetzt Aquarell oder die analoge Malerei schneller ist, jetzt auch alleine, unabhängig vom Optischen, ja, sondern von der Schnelligkeit her. Ja, es ist sehr schwierig. Also habe jetzt für mein letztes Buch auch viele, viele, viele Stunden gebraucht, um ja, das ganze Bild aufzubauen. Ich würde sagen, in der digitalen Malerei kann man komplexere Sachen machen. So konnte ich zum Beispiel im digitalen den Licht- und Schatteneffekt viel mehr erzielen. Also als jetzt hätte ich so in der analogen Malerei noch nicht gekonnt. Also es wäre mir nicht gelungen, genau um das genau gleiche Ergebnis hinzukriegen. Da hätte ich schon mehr Zeit für gebraucht. Apropos digitale Malerei, ich habe mich bei dem Bild entschieden, etwas ja zu schummeln. Ich habe diese Kugeln, die bei dem Elch so herunterhängen vom Geweih, die habe ich gelb ausgemalt und hab dann aber schon, während ich die ersten Kugeln gesetzt habe, gedacht, oh nee, irgendwie gelb passt nicht. Die müssten eigentlich eine andere Farbe haben. Ich wusste nur nicht, welche Farbe. Und ich wollte erst mal übermalen. Ich habe gedacht, vielleicht rot oder blau. Ich denke eher rot, habe ich eher gedacht. Aber ich wollte dann nicht jetzt anfangen, nochmal drüber zu malen. Dann wird's orange und ja, habe mich dann entschieden, dass ich das Ganze erstmal so sein lasse. Und wenn ich mit dem ganzen Bild dann fertig bin, war dann der Plan, dass ich das dann abfotografiere, weil das Format zu groß ist für meinen Scanner und dass ich dann in Photoshop oder irgendeinem anderen Bildbearbeitungsprogramm ja das Ganze einmal umfärbe. Und gleichzeitig kam mir dann auch die Idee, dass ich dem einen Schein geben könnte. Ja, also bevor ich jetzt anfange, diese Kugeln, die da vom Geweih hängen, jetzt im Analogen, also auf dem Blatt Papier, noch mit Weiß, vielleicht, dass da noch ein Schein drumherum kommt. Da wollte ich gar nicht anfangen, sondern solche Sachen habe ich dann einfach digital danach im Nachhinein eingefügt. Genauso wie die Sterne. Also ich habe erstmal anfangs überlegt, ob ich vielleicht mit Rubbelkrepp arbeite, dass ich dir so Sterne schon mal raufmale oder danach mit einem Stift zum Beispiel, mit einem weißen Deckstift. Aber wollte es einfach mal ausprobieren, dass ich das Ganze digital noch dazufüge. Hab das dann auch gemacht. Ja, und so arbeite ich mich Fläche für Fläche vor und fange mit einer Farbe an und schaue, dass ich dann alles, was ich so, zum Beispiel in der Farbe Gelb, in diesem Bild malen möchte, dass ich das erstmal ausmale. Dann wähle ich die nächste Farbe Grün, mal alles erstmal grün ein oder orange oder so. Und immer nach dem gleichen Prinzip, dass ich die Fläche nass mache und dann einen Verlauf setze. Jetzt zum Beispiel bei der Hose, bei dem Feuer, da habe ich mich entschieden, dass das Feuer noch so einen gelben Schimmer auf die Hose werfen soll oder auch auf die Jacke und auf die Handschuhe. Ja, und habe dann so einen Verlauf gesetzt. Habe erstmal die eine Farbe gemalt, habe das trocknen lassen, damit das wasserfest ist und bin dann zur nächsten Farbe, also grün, ja, für den Verlauf. Und habe das dann so nach und nach ja, das ganze Bild aufgebaut. Und wenn alle Flächen ausgemalt sind, so dass sie mir gefallen, nehme ich mir einen Buntstift. Das ist ein Polychromos-Stift von Faber-Castell. Die gefallen mir ganz gut, um so die Konturen zu setzen. Ich kann aber auch die von Zehner Color empfehlen. Die sind deutlich günstiger. Das ist dann so ein, weiß nicht, ich habe glaube ich noch 120er-Set an Buntstiften. Da ist halt der Vorteil von Polychromos von Faber-Castell, dass man jeden einzelnen Stift nochmal nachkaufen kann. Und die in dem Set, die ist mir nicht bekannt, dass man die dann nochmal nachkaufen kann. Ja, ich nehme eher dunklere Farben, also schwarz eher sparsamer, eher so für die Augen als Kontur. Aber ansonsten versuche ich eher dunkleren Farben, also bei
bei Braun dann dunkelbraun zu nehmen, bei Grün, dunkelblau, ja, Bordeauxrot, ja, so immer von der jeweiligen Farbe das Dunklere davon. Ja, und nun bin ich schon fast fertig. Wenn mir so kleine Missgeschicke passiert sind, wie bei dem kleinen Wildschweinchen, wo das Braun etwas, ja, übergekommen ist über die Linie, dann lasse ich das einfach. Also auf dem Original, versuche da nicht irgendwie rumzuwischen oder mit Deckweiß oder irgendwie sowas herumzufriemeln, sondern solche Missgeschicke, die versuche ich danach am Computer einfach zu überstempeln. Ja, also bei Photoshop oder anderen Bearbeitungsprogrammen, da gibt es so ein Stempelwerkzeug. Und dann nehme ich mir einfach dieses Blau von, was daneben ist, und stempel diesen, ja, dieses Braune, was über das Wildschweinchen rübergekommen ist, einfach weg. Dann habe ich einfach die Farbe, das ist am einfachsten. Und das mache ich mit allen Sachen, die so ein bisschen rübergekommen sind. Ja, die lasse ich dann im Original einfach lieber, ja, bevor man dann noch irgendwas schlimmer macht, lasse ich das einfach. Wie gefällt euch das Bild? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich würde sehr interessieren, wie ihr so malt und vor allem, welches Bild oder welches Motiv oder ja, ihr euch noch von mir wünschen würdet. Welches Thema beschäftigt euch gerade? Seid ihr auch eher so in der Sparte Kinderbücher oder Kindermotive oder seid ihr im Manga-Bereich oder im, ja, erzählt gerne mal wirklich. Mich würde es sehr interessieren, was euch interessiert und womit ihr euch beschäftigt. Wart ihr schon mal in der Digitalmalerei unterwegs? Ansonsten schaut gerne mal in meine anderen Videos vorbei. Ich habe eine ganze Sparte von Digital zu Acryl zu, ach, alles mögliche. Aquarell habe ich auch ausgetestet. Und also abonniert gerne meinen Kanal. Setzt die Glocke, damit wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.